Schneller! Ich hab nicht ewig Zeit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie man den Dinger ausweichen kann. Man könnte jetzt so draufspringen wie ich, aber ich glaube nicht, dass es jedes Mal klappt. Na, ja, seht ihr? Hat nicht geklappt. Was für eine Überraschung. So, Checkpoint. Finde ich gut. So. Easy dran vorbei. Fuck. Oh, komm schon. Okay, ich mach dich jetzt kaputt. Weg mit dir. Da rein. Yeah. Ich weiß nicht, als Kind fand ich die Dinger hier immer extrem cool. Ich weiß nicht warum, aber ich fand die saugenial. Ich mochte die irgendwie. Hat mich so ein bisschen erstaunt als Kind. Fragt mich nicht warum. Ah, es sind zwei, okay. Eieiei. Rüber, rüber, rüber. Gut. Und... Fragezeichen. Oder Geheimnis. Oder was auch immer. Oh, was... Ach, jetzt zeigen sie mir hier, was ich für eine Dings machen soll. Was ich für ein Power-Up benutzen soll. Okay. Cool. Schätze ich. Müssen sie mir zwar, glaube ich, nicht zeigen, weil das sollte, glaube ich, jeder so noch hinkriegen. Aber, okay. So. Das war jetzt irgendwie einfach, wa? Vor allem, man musste ja echt nur den Doppelsprung benutzen und dieses längere Drehen, das hier. Ich komme nicht drunter durch. Ich krieg's nicht hin. Bin ich jetzt hier wieder? In allem Ernst? In allem Ernst? Okay. Ja, ich habe keinen Plan, wie ich an den Typen vorbeikomme. Ich glaube, ich muss echt, meine Worte zurechtfinden. Nein, irgendwie mit einem Doppelsprung oder so drüber springen. Wäre jetzt so meine Theorie. Warte mal. Nee, okay, ich dachte, das muss ich normal machen jetzt. Nein, falscher Knopf. Wow. Ach so, ist ja gut. Mit Doppelsprung ist es ja echt einfach. Hätte ich nicht gedacht. So. Oh, okay. So. Ab nach oben. Haha! Na, du schon wieder, wa? Verzieh dich mal. Ich hasse dich. Du bist fast so schlimm wie diese komischen UFO-Teile. Hör zu. Puh! Das war extrem knapp. Okay. So, wo habe ich so viele Kisten verpasst? Oh. Merkwürdig. Na ja, gut. So, letztes Level. Ist wahrscheinlich wieder ein Ägypten oder ein... Ja, Ägypten. Okay. Tomb Raider. Haha. Tomb Raider. Ich erkläre mal nicht, worauf es anspielt. Das sollte, glaube ich, jeder wissen. So, Tür auf. Oh, jetzt kommt das Level. Oh, was zum... Okay, ich wurde zerquetscht. Okay. Ist mir auch noch nie passiert. Also nicht von der Tür. Ich hasse dieses Level. Weil das Vieh, der Crash, der kann nicht schwimmen. Und das ist zum Kotzen, weil man warten muss. Und das nervt. Vor allem für mich, weil ich hasse es zu warten. Aber ich muss warten. Das ist mega nervig. Vor allem, weil der Penner hätte auch nicht ertrinkt, weil er in so einem hohen... Was ist denn das? Ein Schuh. Sieht aus wie so ein... Ja, sieht echt aus wie so eine Art... Fuck. Also, es ist zwar so ein... Oh, Kack. Kein Plan. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ich will Zeit gewinnen.
Oh, geh weg, du bist mir viel zu weit. Du bist viel zu nah dran hier. Komm, weg, 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 weg. Okay. Mann, das nervt. Ich hasse es zu warten. Deswegen, ich hasse dieses Level auch. Ich kann es überhaupt nicht leiden. Es dauert mir irgendwie alles zu lange und es ist... Boah, weiß auch nicht. Was bist du für einer? Was? Was war er denn? Er steht da hinter so einem Schild. Ja, man wird mich nie verletzen können. Ich zeige ja nur meine Beine. Oh, fuck. Yeah, like a boss. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wartet mal. So, jetzt muss ich kurz zählen. Wartet. 1, 2, 3, 4, 5. Was? Warum nur 5? Normalerweise sind es 10. Okay, 5, merken. Es sind nur 5. Das muss ich mir jetzt merken. So. Ha. 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 So. Und. Ha. Ha. Und jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Fuck. Fuck. 2, 3. Warum? Was? Was? Aufgeschissen. Nö. Okay, doch, das Wasser steigt an. Das ist ein Zeichen. Warum? Oh, okay, das eine ist 5, das andere ist 3. Warum machen die das so assozi... Jetzt falle ich da auch noch runter. Ey, stell euch vor, ich würde dadurch Leben verlieren, aber das mache ich ja Gott sei Dank nicht. Aber wer macht sowas? Mann. So. Jetzt nochmal 1, 2 und 1 und 2. So, jetzt nochmal die beiden. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nee, ne? Okay. Ich rate mal. Nein. Guck mal, da ist das Ende. Wir haben das Ende gesehen, mehr will ich nicht wissen. Ihr wisst, wie das Ende aussieht. Ist mir so egal, ich mach das nicht mehr. Drauf geschissen. Oh nein, das Wasser... Oh, gut, okay. Was bist du für ein Vieh? Du kannst fliegen, ja, ist ja schön. Toll, das Vieh kann einfach mal fliegen und ertrinkt nicht. Warum kann ich nicht fliegen? So. Raus, 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 raus. Das war knapp. Ein Leben, das ist schön. Und dran vorbei. Und ein Checkpoint. Oh, gut. Ich liebe Checkpoints. Das heißt, ich muss Sachen nicht nochmal machen. War irgendwie logisch, wa? Oh, das war nicht gut. Nein. Ich dachte, ich schaff's vielleicht in einem durch. Mist. Oh. Aber ey, stellt euch vor, ich hätte es geschafft. Das wäre wiederum cool gewesen. Oder? Mann! So, okay, wir warten jetzt nochmal, wa? So. Kisten und Äpfel. Eigentlich sind ja Wumperfrüchte, aber. Was? Warum? Fuck! Was ist passiert? Oh ne, ich ertrink schon wieder gleich. Ah! Warum? So. Jetzt warten wir schon wieder. Und wir warten. Und wir warten. Und wir gehen weiter. So. Und jetzt warten wir wieder. Und wir warten. Und wir warten. Und wir gehen weiter. Und jetzt warten wir wieder.
Hey, hey, hey. So, und jetzt warten wir schon wieder. Ich liebe dieses Level einfach. Ihr merkt es bestimmt schon. Ich kann mir nichts Schöneres als, als solche Wartlevel vorstellen, Alter. Ich meine, ich stehe auf Stealth-Games, weißt du, wo man warten muss, bis die Gegner einen nicht mehr sehen und bla bla bla. Aber das hier ist lächerlich. Das hier finde ich echt lächerlich. Okay. So. Ich scheiß gerade auch mal auf die Kisten. So leid es mir tut. So. Aber ich möchte das Level so schnell wie möglich durchhaben, wenn es genehm ist. Weil ich kann es mir nicht länger antun. Ah, ich glaube, ich hätte sogar noch zum nächsten geschafft. Na. Fuck. Wo war der Checkpoint? Hier. Ernsthaft? Okay, komm, 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 komm. Och, Menno, ich will nicht mehr. So. Ich bin ganz ruhig. Ich habe Geduld. Ich hab Geduld. Oh, da ist das Ende. Seht ihr das? Da hinten ist das Ende. Ich kann es schon sehen. Hurra! Hurra! Oh, gut. Aber jetzt kommt das Nervigste von allem. Der Endgegner. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn unmenschlich. Ich werde bei ihm so viele Leben verlieren, das glaubt ihr gar nicht. Engine fand ich ja im Crash Bandicoot 2 schon scheiße. Der hat mich ja im zweiten Teil schon zum Raging gebracht. Das wird schlimmer. Ich muss. Wortwitz. Oh, ich hasse es. Das ist übrigens auch mit dem Mädel jetzt. Nicht mit Crash, sondern mit dem Mädel. Ich kann's überhaupt nicht leiden. Wir müssen irgendwie auf so viele Projektile von ihm achten. Das ist echt nicht schön. Ich glaube, man kann nicht quasi auf alles schießen, was irgendwie gelb leuchtet. In welcher Reihenfolge ist an sich eigentlich relativ egal. Ich mache am liebsten mal das hier in der Mitte kaputt, weil das so eine dämliche Attacke ist, der kann ich nicht ausweichen. Eigentlich ist es ganz einfach, aber ich bin nur zu blöd für zum Ausweichen. Aber ich glaube, ich treffe ihn auch gerade gar nicht, kann das sein? Doch, okay. Sein dämliches Ding in der Mitte ist kaputt. Also ich hätte so am liebsten, dass am Ende seine Dings übrig bleiben. Seine Kanonen hier, oder wenigstens eine davon. Weil die Raketen auszuweichen ist ein bisschen doof, aber den Miniguns auszuweichen ist mega einfach. Deswegen habe ich das so vor, dass er die am längsten behält. Das klappt bisher auch noch ganz gut. Das ist übrigens nicht seine finale Form. Er verwandelt sich nochmal. Also das heißt verwandeln, er kapselt sich sozusagen ab. Dann wird das Ganze nochmal ein Stück beschissener. So, lass ihn schießen. Oh, komm schon. So. Und jetzt macht er so einen Abflug. Und, ja, dockt sich an was Neues an und dafür haben wir jetzt den Tiger hier hinten drin, warum auch immer, aber wir haben den Tiger jetzt hier hinten drin. Mega dumm eigentlich, aber wir haben ihn einfach. Er ist einfach da. Und ich kann diesen komischen, was ist das? Ist das ein Brot? Dieses komische Goldene, was leuchtet? Das ist ein Brot. Oh, fuck. Der hat getroffen. Oh, es ist einfach. Ich schieß gerade einfach nur, ich habe keine wirkliche Taktik. Ich schieße auf alles, was irgendwie gelb ist und was nicht gelb ist. Ich baller einfach nur und hoffe, dass ich irgendwas treffe. Es scheint ja einigermaßen zu klappen irgendwie, ne?
Hey, eins habe ich schon mal, nicht schlecht. Und wir haben sogar noch 80%. 57%. Fuck! Warum nur so wenig? Zieht mir echt ein so ein komisches Butterstullenbrot, was Gold leuchtet, so viel HP ab. Das ist doch nicht normal. Fuck, komm, komm, komm. Aber es sieht momentan noch ganz gut aus, wenn ich mich jetzt nicht so oft treffen lasse. Sieht das echt gut aus. Und so ein komisches Butterstullenbrot. Komm, geh kaputt. Du ziehst mir kein Leben ab, du Penner. Das lässt du schön bleiben. Och, gut, okay. Jetzt wird kein Butterstullenbrot mehr geschossen. Ich weiß schon nicht mehr, was ich sage. Ich bin so unter Spannung. Ja, aber es sieht sehr gut aus. Gut, wir haben ihn. Oh. Abgestürzt. Wunderbar. Fruchtbazooka. Um Frucht aufs Ziel zu feuern, drücke L2 und Waffe, um Waffe zu heben, ziele mit Richtungstasten, drücke Kreis, um zu feuern. Weiter mit Dreieck. Jawohl. Gut, das haben wir. Das heißt, ich würde den Part jetzt eigentlich auch schon beenden. Lustig, wie sich die Geschichte wiederholt. Und wieder konnte Engine dich nicht schlagen. Dafür werden wir dich vernichten. Oh, mein armer Kopf. Zurzeit bin ich einfach nicht ich selbst. Das Ende ist nah. Sammle noch 5 Kristalle und wieder eigentlich bekreuzt du meine Pläne. Würde ich jetzt hier den Part beenden, aber ich will euch natürlich noch was zeigen. Und zwar, erstmal muss ich kurz gucken, wie ich die Rakete... Oder, ach, das kann ich wahrscheinlich nur im Spiel selber machen. Also in einem Level. Und zwar, ihr erinnert euch bestimmt noch an das Huhn aus dem ersten Part. Dieses dämliche, kackendreiste Huhn. Ich glaube, ihr erinnert euch. Was wir nicht erwischt haben? Ja, ich weiß. Ja, es sind Zeitmissionen, machen wir aber nicht. Wenn ihr den Kristall eines Levels wo war ich? Das Huhn, hat, ja. Was ich nicht erwischt habe. Tja, jetzt habe ich das dicke Ding mit. Hasta la vista. Chicken. Das wollte ich euch nur zeigen. Das Huhn ist tot. Das Huhn ist tot. Ich habe es erledigt. So, das wollte ich euch eigentlich nur schnell zeigen. Das Huhn hat seine verdiente Strafe bekommen, auch wenn es nichts getan hat. Ich werde jetzt speichern. Und ich lasse das Speichern extra im Video drin, damit ich sagen kann, ich habe gespeichert. So. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur noch 6 Level vor uns. Und dann haben wir das Spiel auch schon durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und haut rein. Ciao.